Herzlich willkommen zur Wochenanalyse für den DAX. Heute ist der 17. Oktober 2021. Gültig ist die Wochenanalyse natürlich erst ab dem 18. Oktober 2021, aber ich bereite das Ganze wie jeden Sonntag erst einmal vor, damit man dann ganz objektiv an den Markt rangehen kann und bringe dazu auch noch ein paar Ereignisse mit, die in der vergangenen Woche für Bewegung sorgten. Dazu stehe ich so ein bisschen sinnbildlich vor der Skyline von Frankfurt, weil der DAX in der vergangenen Woche zu den besten Indizes international zählte. Der Nikkei war ein Stück weit besser, aber der hatte auch einiges aufzuholen. Der DAX war dennoch besser als der Nasdaq und als der Dow Jones, obwohl die Woche gar nicht so rasant startete. Wir kamen auf einen Wochenplus von 2,5% und damit auf die stärkste Handelswoche seit 7 Monaten. Ja, das hat sich nicht ganz so angefühlt innerhalb der Handelswoche, aber es war tatsächlich die Statistik ist hier eindeutig so, dass man genau das unterm Strich dem DAX attestieren kann. Bevor ich aber tief in die DAX-Charts hineinstoße, möchte ich noch den Disclaimer darbieten, denn das Ganze ist ja in der Wochenanalyse auch immer mit verbunden mit dem Risikohinweis. Meine Meinung, keine Handelsempfehlung, keine Anlageberatung und eben nur ein Hinweis. Nimm es zu Schulungszwecken, nimm es als Anregung, wie auch immer. Ich möchte da niemandem zu nahe treten, denn jeder handelt sein Konto, denke ich, hoffe ich, bin ich überzeugt von. Und ich glaube, dass wir auch an diesem Sonntag noch einmal kurz zurückspulen sollten, was sich vergangenen Sonntag an den Charts ereignet hat oder vielmehr, wie sich die Charts hier dargeboten hatten. Und da sahen wir, dass der DAX eine Erholung einleitete, aber immer noch am Scheideweg stand zwischen, erholt er sich nun ordentlich oder ist das nur eine kleine Korrektur im Abwärtstrend? Das ist die Frage, die uns beschäftigt hat beim DAX und die konnte der DAX beantworten, aber nicht direkt am Montag, auch nicht am Dienstag. Erst einmal ging es noch mal ein kleines Stück nach unten, dann hat er Schwung geholt. Im Detail kommen wir gleich darauf zu sprechen, aber das Gesamtbild möchte ich hier schon darstellen. Wir haben nämlich diesen Abwärtstrend gebrochen und das sah am Wochenstart noch gar nicht danach aus. Der Bruch kam auch erst am Freitag, also da musste man sich ein bisschen gedulden vom Tief der Woche zuvor. Dann noch einmal zu sehen von den Mai-Tiefs, die lagen nämlich bei 14.818 Punkten, hat sich der DAX nun fast still und leise, möchte man meinen, um fast 800 Punkte nach oben gearbeitet. Also wirklich ein starkes Stück, was der DAX hier zeigte. Damit auch natürlich der Oktober wieder im Plus. Der sogenannte Angstmonat Oktober könnte seinen Schrecken verlieren, wobei wir haben noch 2 Handelswochen, also da kann noch einiges geschehen. Wir arbeiten erst einmal das Geschehen auf, sahen das hohe Momentum, was dann ab Mittwoch erst richtig loslegte. Dann am Anfang der Woche, ich habe es kurz angedeutet, ging es erst einmal noch ein kleines Stück nach unten. Man hatte Sorge, die 15.000 wird vielleicht noch einmal durchstoßen, vielleicht auch noch einmal das Mai-Tief, von dem er sich hier abgestoßen hatte, getestet. Aber das war nicht der Fall. 15.012 war das Wochentief und das wurde am Dienstag eingestellt. Am Mittwoch ging es schon weiter aufwärts und diese Aufwärtstendenz hat sich eben dann mit hohem Momentum gezeigt und über mehrere Widerstandslinien hinweg getragen. Zum einen die 15.270, 280, dann die 15.300, die alte untere Range-Kante. Ja, und wenn es eine untere Range-Kante gibt, dann gibt es auch eine obere Range-Kante. Und wenn man diesen Aufwärtstrendkanal, an dem sich der DAX mehr oder minder auf der Oberseite orientiert hat, also es gab kaum ein Verkaufssignal, weiterzeichnet, dann blicken wir tatsächlich schon fast zu der oberen Range-Kante. Die möchte ich gleich darstellen. Zuvor aber die Handelstage ins Bild rücken. Montag, Dienstag noch rot und dann Mittwoch, Donnerstag, Freitag richtig Power. Der DAX, auch das Volumen sah ganz ordentlich aus. Am Freitag das höchste Handelsvolumen, wie man hier im Xetra sehen kann. Und damit schloss die Woche auf einem Wochenhoch. Ja, auch der Handelstag schloss fast am Tageshoch. Alles sehr, sehr bullisch und auch natürlich gibt es da entsprechende Trading-Ideen, die innerhalb des Tages mitschwingen. Also wer jetzt hier vielleicht denkt, man hat als Trader nur die Chance, in so einen großen Trend unten reinzukommen, oben auszusteigen oder andersherum, der Vorwoche sah es ja genau andersherum aus, der hat sich getäuscht, denn es gibt innerhalb des Handelstages sehr, sehr viele Chancen. Ich picke mal nur den Freitag heraus aus dem Live-Trading-Room.
den ich hier bei Twitch begleite und wo ich auch bei JFD eine Stunde am Tag hier mit tätig bin. Da sah man am Freitag erst einmal ein Pluszeichen, ein kleines Gap und Richtung dieses Gap Close, also zum Schließen der Kurslücke um die 15.470 Punkte. Ich glaube, 64 war das Gap Close und 65 war das Tagestief am Freitag. In diese Richtung konnte man eben spekulieren, als die runde Marke von 15.500 unterschritten wurde zum Xetra-Start und dann dreimal angelaufen. Das war auch mein erster Trade des Tages, kurz nach 9 Uhr am Freitag. Und natürlich an dieser Gap-Zone kann man dann auch wieder in den Wochentrend einsteigen. Und das habe ich dann auch wenig später getan. Im 1-Minuten-Chart sieht man dann, dass auch entsprechende Abwärtstrendlinien sehr schnell gebrochen werden und dass man so einen Trade dann entsprechend triggern kann. Positionsausbau, Aufbau, Stop-Management, all das sind Themen, die wir im Live-Trading hier täglich besprechen. Kommen gerne hinzu, das nur als ganz kurzer Exkurs, bevor wir wieder auf den Markt schauen und den Ausblick für die kommende Woche. Denn wenn diese Bewegung weiter geht und nun hatten wir den Ausbruch über die Abwärtstrendlinie gesehen. Wo kann sie münden? Nun bei 15.710 in der Region. Da haben wir noch eine kleine Widerstandszone. Wenn die aber überschritten wird, kommen wir zur oberen Range-Begrenzung. Die liegt um die 15.800. Auch da noch eine kleine Kurslücke zurückgeblieben aus den vergangenen Handelswochen bzw. aus dem September. Im Oktober waren wir ja gar nicht mehr an der Schwelle. Die ganze Zeit nach der Bundestagswahl waren wir gar nicht mehr in dieser Region. Und das wäre dann eben auch diese 699, war ja das Hoch am Montag nach der Bundestagswahl. Das wäre so der Trigger für den letzten Schub bis zur oberen Range-Kante. Und spätestens da rechne ich mit einer Konsolidierung, vermutlich schon eher, weil die Dynamik eben sehr, sehr hoch war. Und weil man davon ausgehen kann, dass, und das ist jetzt der Endloskontrakt, dieses Tempo nicht beibehalten wird. Also würde mich schwer wundern, wenn wir in diesem Zug, in diesem Tempo weiterlaufen. Und deswegen versuche ich dann nicht im Xetra-Chart schon den Einstieg zu finden, sondern vielleicht auch vorbörslich. Das macht für mich erst Sinn, so ab 7.30 Uhr, 8 Uhr am Montag dann wieder. Und da könnte durchaus auch dieser Endloskontrakt, den ich hier ebenfalls mit einem Trendkanal darstelle, den ersten Trigger liefern. Und wie weit könnte er nach unten laufen? Bis zu dieser 470 wieder zurück. Also das Tief vom Freitag vielleicht als Doppelboden anzusehen, das habe ich blau hier eingezeichnet, wäre dann die Region, auf die ich spekuliere, wenn es zu Schwäche auf der Oberseite kommt. Ja, das zeige ich dir auch sehr, sehr gerne entsprechend im Live-Trading. Also schalt gern ein und beachte auch die Termine, die es da gibt für die kommende Woche. Das ist ein bisschen klein dargestellt. Ich muss mal ranzoomen hier, damit ich das auch besser sehe. Jawohl, also wir haben am Montag die Industrieproduktion aus den USA 15.15 Uhr, um 20 Uhr dann auch noch dein Haushaltssaldo, das Budget aus den USA. Dann haben wir am Dienstag 14.30 Uhr die Baugenehmigung, also ein Blick auf den Immobiliensektor aus den USA. Mehrere Reden aus dem Notenbankumfeld. Am Mittwoch geht es dann weiter mit den Erzeugerpreisen aus Deutschland, aus der Eurozone, die Verbraucherpreise um 11 Uhr und um, na, da habe ich es gar nicht, die Rohöllagerbestände, genau, 16.30 Uhr, wirklich kleine Schrift heute hier, aber Donnerstag dann die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung, wie jeden Donnerstag 14.30 Uhr. Der GfK-Konsumklimaindex um 8 Uhr gleich am Morgen und am Freitag, der steht im Zeichen des Einkaufsmanagerindex fürs verarbeitende Gewerbe und als Gesamtindex, den gibt es für Deutschland, für die Eurozone, auch für Großbritannien und 15.45 dann nochmal für die USA. Jetzt haben wir alle Termine erst einmal zusammen. Das sind nur die wichtigsten Termine, die es in der Woche gibt. Für den einzelnen Handelstag bereite ich das natürlich für dich entsprechend vor und würde mich freuen, wenn du dann auf dem einen oder anderen Kanal auch mal vorbeischaust. Nicht nur bei Fit for Finanzen, da sind die Kanäle hier aufstrukturiert. Findest du über die Logos ganz, ganz einfach, denke ich. Ich kann sie auch nochmal nennen. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Twitch, Deezer, Apple Podcasts und Spotify und mich als Privatperson mit einigen Eindrücken gibt es dann auch unter anderem mit einem kleinen Interview mit Markus Klebe, der auf Ibiza war. Also immer mal auch ein bisschen
Smalltalk und Spaß dabei, damit Finanzen nicht zu ernst rüberkommen. Denn so ist es natürlich nicht. Wir sind alle Menschen und möchten natürlich auch ein bisschen Freude haben und nicht nur ganz stur und stupide Signale sichten, auswerten und abarbeiten. Und in diesem Sinne freue ich mich, das mit dir morgen tun zu dürfen. Bis dahin genießt den Sonntag in alter Frische. Morgen am Montag geht's weiter. Dein Andreas Bernstein.